Bitte. Konsolenumsetzung älterer PC-Spiele sind immer so eine Sache. Nicht nur sind sie oft auf Maus und Tastatur ausgelegt und somit nur schwer mit einem Controller zu steuern, sie lassen oftmals auch moderne Konventionen und Komfortoptionen vermissen. Kein Wunder also, dass mein erster Anlauf mit Baldur's Gate Enhanced Edition für die Switch eher schlecht als recht lief. Kürzlich konnte ich mich aber mit etwas Geduld doch noch hineinfinden und entdeckte ein fesselndes Rollenspiel, das den Pen-and-Paper-Abenteuergeist gekonnt einfängt. Die Reise beginnt in Kerzenburg, wo eure eigens kreierte Hauptfigur aufgewachsen ist. Welcher Rasse und Charakterklasse sie angehört und wie ihre anfänglichen Werte ausfallen, dürft ihr zuvor nach klassischer Dungeons & Dragons Manier bestimmen. Nachdem ihr ein paar Tutorials durchgespielt habt, überschlagen sich die Ereignisse und ihr seht euch gezwungen, die einstige Heimat zu verlassen. Euer einziger Anhaltspunkt ist ein Gasthaus namens der Freundliche Arm, in dem sich zwei Bekannte eures Ziehvaters aufhalten sollen. Und von dort nimmt das stetig eskalierende Abenteuer seinen Lauf. Wer dabei stur den Hauptaufgaben folgt, kommt fast schon erschreckend schnell durch das Spiel und dürfte gerade auf den einfacheren Schwierigkeitsstufen keine 10 Stunden benötigen. Der Reiz von Baldur's Gate liegt jedoch auch darin, die als Schauplatz dienende Schwertküste ausgiebig zu erkunden. Beinahe jedes Areal, egal ob nun mit eigenem Namen oder nicht, bietet ein oder zwei kleine Ereignisse, die für Abwechslung sorgen. Hier flüchtet ein Aristokrat vor einem Bären, dort will ein diebischer Bildhauer sein größtes Kunstwerk vollenden und wieder anderorts sucht ihr nach dem kostbaren Mantel eines überdramatischen Zwerges namens Gurke, der definitiv nicht so namentlich ausgesprochen wird, weil es englischer Name sein soll, aber hey, als Deutscher ist der Name Gurke einfach nur klasse. Die teils humorvoll geschriebenen Nebenaufgaben sind nicht selten ein gutes Stück schwerer als die Hauptquests, geben dafür jedoch auch gut Erfahrungspunkte und zusätzliche Beute. Wer eine richtige Herausforderung sucht, findet in der Enhanced Edition zudem auch alle Zusatzaufgaben der Erweiterung Legenden der Schwertküste, die direkt in das Hauptspiel eingebaut sind. Ihr braucht nur zu fragen. Aber in geselliger Gruppe wird bekanntlich vieles einfacher. Einen Multiplayer-Modus gibt es zwar nicht, dafür bietet Baldur's Gate gleich 25 mögliche Begleiter, die Enhanced Edition erweitert die Auswahl sogar auf 30. Obwohl ihr nur bis zu 5 von ihnen gleichzeitig mitnehmen könnt, hat die stattliche Anzahl einen Grund. Sie decken unterschiedliche Rollen und Gesinnungen ab. Bösartige Charaktere vertragen sich schließlich schlecht mit gutmütigen und umgekehrt. Auf der Kehrseite wirken die Figuren leider ziemlich flach. Neben gelegentlichen Sprachsamples verraten lediglich ihre jeweiligen Rekrutierungsquests sowie die Biografien in der Charakterübersicht etwas über sie. In Gesprächen mischen sie wiederum so selten mit, dass ich ihre Präsenz des Öfteren gar nicht recht wahrnahm. In der Praxis sind sie also eher für den Kampf vorgesehen. Dieser läuft grob in Echtzeit ab, wobei eure Trefferraten und Schadenswerte, wieder mal typisch Dungeons & Dragons, vom Spiel konstant und automatisch ausgewürfelt werden. Da es hierbei gelegentlich etwas hektisch werden kann, lässt sich das Geschehen dankenswerterweise jederzeit pausieren, um genauere Befehle zu erteilen. Etwa wenn ihr einem bestimmten Ziel unbedingt einen Feuerball reinwürgen wollt oder eure Frontkämpfer unbedingt einen Heiltrank schlucken sollten. Das ist vor allem am Controller ein Segen, denn sowohl das Menügefummel in der Schnellleiste als auch das eigentliche Anpeilen mit dem Zeiger fallen mit Steuerkreuz und Analogstick weitaus ungemütlicher aus als mit Maus und Tastatur. Spielbar ist die Konfiguration natürlich trotzdem. Außerdem nimmt euch unter Standardeinstellungen das Spiel selbst ein wenig Micromanagement ab und erteilt euren Charakteren nach einstellbaren Verhaltensmustern automatisch Befehle. Da sich der Schwierigkeitsgrad eines jeden Kampfes vorab nicht einschätzen lässt und euch Baldur's Gate auf Reisen auch nur zu gern in zufällige Gegnergruppen reinwirft, ist häufiges Speichern übrigens empfehlenswert. Überhaupt kam mir das Spiel in den ersten Stunden erstaunlich gnadenlos vor, was vermutlich auch daran lag, dass ich als Magier mit 4 lächerlichen Trefferpunkten startete. Ein paar zusätzliche Gefährten, Levelaufstiege und gelernte Zauber später relativierte sich das allerdings. Mit den gelegentlichen Dungeons und ihren Fallen konnte ich mich jedoch bis zum Schluss nicht so recht anfreunden. Das Aufspüren der schmerzhaften Mechanismen endete zu oft in gefühlt nervigen Stop-and-Go, das trotz darin bewandertem Gruppenmitglied trotzdem nicht selten in ausgelösten Blitzeinschlägen endete. Diese und andere Eigenheiten hielten mich jedoch nicht davon ab, meine helle Freude mit Baldur's Gate zu haben.
Zwar finde ich es schade, dass die Begleiter trotz eigener Geschichten und Persönlichkeiten außerhalb ihrer Einstiegsquests nicht viel zur Handlung beitragen, doch das reine Abenteuerfeeling beim Erkunden der Schwertküste macht dieses Manko locker wett. Ich war regelrecht gespannt darauf, was mich in jedem neuen Gebiet erwartete. Und sei die eigentliche Aufgabe noch so kurz. Es ist eine ähnliche Begeisterung, wie ich sie mit den Nebengeschichten in den Like a Dragon Spielen empfinde. Der Standardschwierigkeitsgrad sowie die gewöhnungsbedürftige Steuerung schreckt mich anfangs etwas ab, doch mit Geduld und bei Bedarf auch Nutzung der anfängerfreundlicheren Härtegrade sind auch diese Hürden locker zu bewältigen. In technischer Hinsicht habe ich zudem kaum etwas zu bemängeln, auch wenn ich der Sicherheit halber zum Anlegen mehrerer Spielstände raten würde. Genau ein einziges Mal wurde bei mir ein Ereignis nicht korrekt abgespielt, wodurch mein Hauptcharakter unrettbar vom Rest der Truppe getrennt wurde und ein Voranschreiten leider unmöglich war. Abstürze oder sonstige Fehler hatte ich hingegen nicht zu beklagen. Ich will jedoch auch nicht ausschließen, dass ich in dieser Hinsicht schlichtweg Glück hatte. Aber egal, ob nun auf der Switch oder anderswo, Baldur's Gate ist meiner Ansicht nach zu Recht ein gefeierter Klassiker, der mich trotz oder teils auch gerade wegen seiner vergleichsweise simplen Queststruktur mit reichlich Rollenspielpotenzial noch immer begeistern konnte. Wer sich von dem eher oldschooligen Design nicht abschrecken lässt, wird hier mit einem kurzweiligen Abenteuer samt zahlreicher Optionen für mehrere Spieldurchgänge belohnt. Und wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind, wie sieht's eigentlich mit der neueren Standalone-Erweiterung Siege of Dragonspear aus? Reden wir nicht weiter drüber. Hoffentlich läuft wenigstens Baldur's Gate 2 einigermaßen stabil.